Herzlich willkommen zurück bei unseren Wirtschaftsgesprächen vom 7. Atos Summit. Mit uns ist Silvia Grünberger, Managing Partner bei RGJ und eine der Mitinitiatorinnen dieses wirklich großartigen Events. Silvia, herzlich willkommen. Freue mich, danke schön. Silvia, wir sind am Ende dieser Veranstaltung angelangt. Zwei sehr inspirierende Tage, sehr viel Content, manches nicht ganz leicht zu verdauen, sage ich mal, ganz wichtige Themen, die wir hier besprochen haben, aber auch viel Zuversichtsmeldungen und viele Appelle an uns alle, was wir tun können, um aus dieser Krise rauszukommen. Was waren so deine Takeaways der letzten zwei Tage? Naja, wenn wir von Krise reden, dann ist es mittlerweile ein Konglomerat von mehreren Krisen. Wir haben die Corona-Pandemie hoffentlich jetzt bald hinter uns. Viele Menschen sind gebeutelt von finanziellen Einbußen, von Jobperspektiven, die gewackelt haben, Rohstoffengpässe, die entstanden sind, die Digitalisierung, die unsere Arbeitswelt beeinflusst hat. Und noch bevor das große Aufatmen kommen konnte, stehen wir jetzt vor einer Situation, wo uns die Inflation, die Energiekrise wirklich vor finanzielle Herausforderungen stellt, nicht nur als Gesellschaft, nicht nur als Wirtschaft, sondern bald auch für jedes einzelne Individuum spürbar. Und dann noch zu guter Letzt die Sicherheitsthematik oder die Frage, die die Bevölkerung natürlich auch extrem belastet, werden wir mit einem Krieg zu kämpfen oder zu rechnen haben. Obwohl Russland und die Ukraine weit weg zu sein scheinen und es nicht nur um wirtschaftliche Komponenten und Rohstoffe geht, ist auch natürlich die Frage der Sicherheit und des Friedens und der europäische Gedanke, der hier jetzt diskutiert wird. Die Frage der Neutralität, die plötzlich auch wieder präsent ist. Und das alles ist eine Herausforderung für Politiker, es ist eine Herausforderung für Medienleute, es ist aber auch eine Herausforderung für CEOs, also Opinion Leader. Und somit ist es jetzt auch logisch, dass genau diese weltpolitischen Fragen dominant waren im Rahmen der zwei Tage und den Diskurs geprägt haben. Aus Österreich heraus werden wir weltpolitische Fragen alleine nicht lösen und bewältigen können. Aber es hat sich im Rahmen des Diskurses auch gezeigt, dass es wesentlich ist, in der kleinen Zelle zu beginnen, den ersten Schritt zu setzen. Und was mich besonders, und spricht jetzt vielleicht mehr die Psychologin in mir, auch am Herzen liegt oder die Frage, die mich beschäftigt, ist, nicht nur Politiker haben eine Verantwortung, nicht nur CEOs haben Verantwortung, sondern Lehrer in der Schule, Eltern gegenüber ihren Kindern. Wie erklären wir den Kindern, den Jugendlichen der zukünftigen Generation, den Managern, möglicherweise Politikern von morgen, die Situation jetzt? Ich spüre, dass da sehr viel Unsicherheit da ist, dass sehr viel Angst da ist und dass teilweise sehr viele Fragen offen bleiben, weil Erwachsene teilweise gar keine Antwort auf die brennendsten Fragen wissen. Wie gehst du persönlich damit um, auch in deiner Familie? Da wird Gott sei Dank viel diskutiert und viel besprochen und auch Ängste und Sorgen auf den Tisch gelegt. Und Faktum ist aber, dass die Antworten nicht so eindeutig sind. Und ich denke, der erste Schritt in die Richtung ist aber darüber zu reden, die Sorgen ernst zu nehmen, es einfach nicht wegzudrücken und so zu tun, wie wenn nichts wäre. Aber ich merke, dass es die geopolitische Lage einfach extrem viel mit unserer Gesellschaft macht, dass Angst da ist, die und das ist, glaube ich, unser aller Verantwortung, nicht in einer Depression münden darf. Aufgrund von Sorgen und Ängsten heraus, die monetär begründet sein können, aber einfach auch sozusagen der unsicheren Situation geschuldet sind. Und jetzt braucht es kluge und zuversichtliche und auch mutige Entscheidungsträger, die aber zeitgleich besonnen sind, um die richtigen Schritte zu setzen. Das ist eine wahnsinnige Verantwortung, die ich als ehemalige Politikerin auch sehe und die wirklich allen Entscheidungsträgern höchsten Respekt abverlangt. Wie siehst du als Kommunikationsprofi das Thema, dürfen die Politiker heute oder die Entscheidungsträger heute auch mal sagen, ich weiß nicht, was da die Lösung ist, aber wir sind dran und arbeiten dran. Ist das ein Zeichen der Schwäche oder ein Zeichen der Stärke heute? Ich finde, es ist ein Zeichen der Stärke, aber das System und wie Kommunikation bisher in der Politik funktioniert hat, lässt es fast nicht zu, weil ein Miteinander zwischen
oftmals nicht einmal den Regierungsparteien und schon gar nicht zwischen Regierung und Opposition so einen Dialog und schon gar nicht in der Öffentlichkeit irgendwie für gut heißt. Und hier einen Sinneswandel herbeizuführen, an einem Strang zu ziehen, die gemeinsame Herausforderung zu sehen, das wäre jetzt höchst an der Zeit. Konstruktivismus walten zu lassen und dem Populismus Einhalt zu gewähren, weil gerade so schwierige und Krisenzeiten dann natürlich auch Bühne bieten für Populisten, und das halte ich für brandgefährlich. Du sprichst mit sehr, sehr vielen Wirtschaftsbossen, auch hier beim Event. Spürst du, dass sie diese Verantwortung wahrnehmen, dass sie diese Zuversicht auch auf sich nehmen und den Weg zeigen und vor sich vorgeben? Der Wille ist da und das Bewusstsein für die Verantwortung auch, aber die Fragen sind so heikel, dass es nicht klar ist, was jetzt sozusagen der logisch richtige Weg zu sein scheint. Und deshalb ist auch Demut gefragt und eine Sensibilität gefragt. Und damit, dass damit jetzt sorgsam umgegangen wird, das sehe ich schon. Also Resignation wäre jetzt das Schlimmste, und alles schlecht zu reden wäre noch schlimmer, sondern dass hier Lösungen gefragt sind und gemeinsames Anpacken gefragt ist, aber vor allem auch eine zuversichtliche Einstellung. Ich glaube, das war auch ein wertvolles Ergebnis dieser zwei Tage. Und dieses Gesprächs. Danke, Silvia. Dankeschön.